ein schöner Tag, der Sonntag. Nach meiner Meinung der beste Tag der Woche. Und woran liegt das dann? Weil da keine Post ausgetragen wird. Wie recht du hast, Nana. Keine Post am Sonntag. Ha! Heute mal keine verflixten Briefe. Nein, nein, nein. Nicht ein einziger lumpiger Brief. Nicht einer. Oh nein, nicht ein winziger elender Post ist da. Brief. Du sitzt in meinem Gesicht. Ja, ich lass mich mal positionieren. Ich fäng nichts an zu reden, ich steig ein und ergänze. Okay, gut. Yay, wir haben Briefe bekommen. Das ist dein Part. Woo! Ergänzen. Juhu, Part. Das ist doch kein Ergänzen. Also, wir haben die Briefe schon geöffnet, aber wir zeigen sie erst jetzt. Und falls euer Brief nicht in dem Video vorkommt, wir haben noch ein paar andere Briefe, die kommen dann im nächsten Video. Genau. Ja. Jo, dann legt mal los. Das war der erste Brief, der im Postfach war. Der erste Brief, der ist von der Lea. Und die hat schon was Süßes vorne drauf gemacht. Ich zeig das mal. Hier. Applaus für Hallo Lea. Oh je. So. Ach, das ist sehr schön. Guck mal, ein frankierter Rückumschlag. Lea! Oh, guck mal, Kartenteile mit ergänzendem Bild. Das ist Itchys Job, weil sie kommt am besten dahin. Und ein Briefchen ist noch dabei. Moment, ich bin da nicht durch. Ich hoffe, man sieht es. Am Ende so, Itchy, was hast du gemacht? Du sitzt in meinem Kopf. Ein Briefchen von der Lea. Achtung. Liebe Kasus, ich verfolge eure Videos schon eine Ewigkeit und euch zu treffen ist immer wieder lustig. Man merkt einfach, dass euch viel an euren Fans und eurer Truppe liegt. Leider konnte ich nur 3 Kartenteile sammeln, aber ich hoffe, euch gefallen meine Chibis, die auch unbedingt ihren Auftritt wollten. Ersa übernahm die Kontrolle. Ja, bleibt so, wie ihr seid. Liebe Grüße, Lea. Dankeschön. Dankeschön. Also der ist von Sharon, Sharon, Sharon. Ich denke Sharon, oder? Sharon? Sharon? Ja, aber Sharon gibt's auch. Ne? Ja, Sharon gibt's auch. Okay, der Brief ist von der... Sharon, Sharon. Ja, genau. Da. Alles gut. Was? Das wird mein Händchen da. Oh je. Oh mein Gott. Okay, okay. Auf jeden Fall ist hier eine Weihnachtskarte drin. Der Brief kam anscheinend an Weihnachten. Hier eine hübsche Weihnachtsfarbe. Weihnachtsfahrt. Weihnachtsfeier. Eine hübsche Weihnachtsfahrt. Und da drin ist ein hübsches Bild. Auf ich zeig's gleich nicht. Oder soll ich es sehen? Na, mach so. Ja, bitte nimmt es persönlich. Liebe Mädels von Kato Films, ich wünsche euch fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Freundliche Grüße, euer Fan Sharon. 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 Ah, vielen Dank für den guten Rutsch. Ja, und der letzte Brief ist von der Cleo. Hallo Cleo! Aha, es ist ein Rückumschlag drin. Juhu! Hallo Kasus, ich bin ein großer Fan von euch. Ich habe schon alle Videos von euch gesehen. Ich wollte euch mal Danke sagen, dass ihr YouTube macht, denn als ich euch entdeckt habe und euer erstes Video angesehen habe, lag ich zum Schluss in einer Ecke mit einem Lachkrampf. Wir lachen eigentlich immer alle in einer Ecke. Ich habe auch noch ein paar Fragen zu euren ersten Videos. Okay. Oh oh. Wer sind denn Ski und Roke? Sorry, falls ich es falsch geschrieben habe. Wer antwortet? Ja, Mitglieder, die verlassen haben. Ja, die wechseln. Ja, die umgezogen oder wollten nicht mehr. Genau. Ja. Und meine zweite Frage lautet, wie kommt ihr aufs Cosplay? Ich übernehme Hattis Part. Die cosplayen alle nur wegen mir. Tut mir leid, Hattie, aber das musste sein. Keine Ahnung, ja, Hattis Schwester hat das gemacht, da hat sie es gemacht, sie hat mich angesteckt und ich sie hat mich angesteckt und ich habe sie angesteckt und dich sie angesteckt und ich kam von einer Fremden. Von einer anderen infiziert. Okay. Und meine dritte Frage ist, was war ihr erster Manga? Meiner war Saint Dragon Girl. Ja, das war Princess oder Naruto. Ja, oder wir hatten, ich hatte was von Hachi ausgeliehen, ich bin mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall gekauft war es entweder Killer La Princess oder Naruto. Bei mir war es, meine ich, ein Band von Dragon Ball Z damals. Ja, bei mir war es Tsubasa Chronicle. Oder Tsubasa Reservoir Chronicle. Ja, bei mir war es wahrscheinlich Conan. Ich kann mich nicht genau erinnern. Aber ich glaube, wir hatten diese ganz ersten Conan-Manga damals. Sind alles schon so alt. Wir wissen schon gar nicht.
Und meine vierte und letzte Frage lautet, was findet ihr am Manga-Zeichnen am schwersten oder was könnt ihr überhaupt nicht zeichnen? Alles! Der Satz war doch noch nicht fertig. Oder was könnt ihr überhaupt nicht zeichnen? Also, ich finde die Hände, Schuhe und Hände richtig schwer. Wobei, ich schwanke zwischen Füße. Händen und Füßen. Füße sind auch böse. Ja, Füße sind richtig beschissen. Die Hände gehen manchmal, aber ja. Wenn du es von Anfang an richtig kannst, dann klappt das einfach also nicht. Also ich finde klappt so, dann nicht mehr. So den Kopf, den Körper, die Augen, die Haare, das Gesicht generell. Zeichnen generell vielleicht so. Ja, so. Ich meine, du Strichmännchen oder so. Ich sag da gar nichts zu. Euer Fan Cleo mit einem Herzchen. Oh. Was steht hinten drauf noch was? Ja, ich muss doch die Widmung nicht vorlesen. Ach so. Nee. Schreibt uns weiterhin Briefe. Ja, also wir freuen uns über alles. Das Postfach findet ihr unten. Verlinkt nicht, aber offensichtlich. Also, ich höre, wenn wir das Postfach aufschließen und dann quietscht es immer so. Und dann ich so, liegt ein Brief drin? Ja, nein. Oder immer wenn nicht. Also, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben. Sendet einen Brief zu. Macht das Erdmännchen. Voll klatschen. Also macht das Erdmännchen. Yeah. Und ja, wenn ihr sowas öfter sehen wollt, dass wir eure Post oder eure Sachen, die ihr uns auf Conventions schenkt, dann brauchen wir einfach mehr Briefe. Schreibt einfach dass unten wir rein. Post öffnen. Das ist halt die so. Okay. Ja. Okay, ja, was? Zu heutiger Vlog. Ja. Heute sind wir in der und der Straße. Wir sagen Tschüss in 3, 2, 1. Tschüss. Oh mein Gott.